Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Wir haben Mittwoch, den 21.10.2015. 9.50 Uhr ist es ganz genau. Wir blicken zuerst auf den Dow Jones und auf den SP, denn die haben jetzt hier die wichtigen Marken endlich mal angetestet und auch wirklich schön daran reagiert. Wir hatten gesagt, dass der Markt spätestens an der Tages-EMA 200 bärisch reagieren sollte. Und heute schoss er heute Morgen 8 Uhr schoss er rein, drehte, machte den schönen Shooting Star, fast schon ein Gravestone Doji und kippte dann nach unten weg. Ähm, Im Dax sah das ein bisschen anders aus. Der eröffnete ein bisschen stärker. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs der SP hier oben stand und nicht hier unten. Also der SP war knapp 10, 15 Punkte höher und testete auch hier die wichtige Marke von 2040 bzw. 2045 an. Und man sieht deutlich, wie der Markt zumindest aktuell zurückzieht, dass das eine wichtige Widerstandsmarke ist, die zu weiteren Abverkäufen führen kann. Ich bin daher. Klar short orientiert heute auch für den Dax und rechne mit einem S&P eher mit einer Korrektur. Mag sein, dass wir vielleicht noch mal das Hoch antesten, aber an sich sollte heute der Dow Jones dann so in den Bereich von 2.000 Punkte fallen. Das wäre so das Idealziel. Um, SP 500 in dem Fall hier auf Pullback auf die Tages-EMA 50 bei 1995 Punkten. Gleiches gilt übrigens für den, für den Dow Jones, nur man muss auch hier bedenken: noch ist der Trend intakt, ne? also noch ist die reine Trenddynamik intakt, aber das äh, Antesten der Tages-200er könnte hier in dem Fall auch wie im SP eben zu einer Korrektur führen und die würde ich zumindest mal sehen, auch hier ungefähr bis zur. Tages EMA 50, das ist dann in, in dem Fall hier so in diesem Bereich 16.720 bis 16.800, dass er, wenn er in diesen Bereich kommt, wieder ganz gut unterstützt ist. Aber bis dato ist eine Korrektur nicht ganz unwahrscheinlich. Und von daher sollte man eher vorsichtig sein, der DAX eröffnet zwar stark, an der TageseMA 50 wird abverkauft, aber auch hier muss man sagen, ist der Trend noch intakt. Also noch schiebt er sich schiebt er sich nach oben und es hängt eben auch viel vom viel vom S&P ab, aber die bärischen Impulse werden zunehmend stärker, das muss man klar sagen. Ähm, die Frage ist nur, ob der jetzige Short äh, interessant ist, weil wir sind jetzt mal wieder hier an der H1 EMA 50. Das hat in der Vergangenheit durchaus ganz gut funktioniert. Es ist nur so, dass eben jetzt der Dow Jones an einer wichtigen Widerstandsmarke abgeprallt ist. Und daher kann diese oder so, muss man dieser Unterstützung mit Vorsicht begegnen, denn jetzt ist das Spiel natürlich ein wenig anders. Ja, jetzt, geht, jetzt geht es eher um die Rückläufe Short und der DAX ist eben noch unterstützt, aber es könnte hier eben zu weiterfallenden Kursen kommen. Das sieht zwar noch nicht im DAX so aus. Aber gerade so der H4-Chart mit dem Bearish Engulfing, falls das so stehen bleibt, könnte zumindest heute nochmal in den Bereich von 10.014 oder 9.915 Punkten führen. Im Idealfall geht die Korrektur sogar bis in den Bereich von 9.750. Aber ähm, Long-Position heute definitiv ähm, unter, unter Zweifel, sage ich jetzt mal. Also eher short als long, gerade was den SP und den Dow betrifft. Wenn der Dax und da muss man vorsichtig sein, wenn der Dax short ist, muss der Euro aufwärts gerichtet sich zeigen. Er muss sich bullisch zeigen und das sehen wir zumindest heute. Aber man sieht auch hier noch ist auch hier keine Trendwende vollzogen. Das heißt erst wenn der Euro über 1,14 bricht, haben wir im Euro US-Dollar die markttechnische Trendwende und das wäre für mich dann aber auch der finale Durchbruch im Dax. Also wenn der Euro-US-Dollar über 1,14 geht, erwarte ich hier steigende Kurse bis 1,1480. Und dann sollte der DAX eigentlich auf 9.900 oder zumindest 10.000, Punkte fallen. Das äh, zum Thema Euro-US-Dollar. Deswegen aufgrund der möglichen DAX-Schwäche könnte heute auch der Euro generell stärker werden. Das gilt es zu berücksichtigen. Im Britischen Fund haben wir heute ähm, hier die Unterstützung getestet. Der kann leicht abprallen, das ist auch soweit okay. Ähm, aber ich wollte ihn eigentlich tiefer haben. Bei 1,53,85. Ja, aber könnte hier schon drehen, hätte dann Platz bis 1,55 für die Ausbruchstrader. Bleibt immer noch die 1,55,20 übrig. Aber so von der grundsätzlichen Tendenz her, mit einem stärkeren Euro zu rechnen, ist vermutlich heute keine schlechte Wahl. Ähm, Euro-Yen zeigt sich auch stärker, spricht auch für einen Euro-West-Dollar-Long, spricht für einen DAX-Short. Ähm, Long ab hier, ab der 137,80. Sollte der Euro-Yen hier ausbrechen, ähm, sollte das auch den Euro-US-Dollar über die 1,14 treiben. Und wenn der Euro-US-Dollar über die 1,14 schießt, sollte der DAX eben weiter nach unten gehen. Also momentan findet hier so eine Art Kampf statt zwischen, zwischen dem Kippen der Marktlage, grundsätzlich bullisch gegen Widerstände. Und äh, ja, aktuell kann sich der der Dax leicht stabilisieren, aber man sieht deutlich, das Momentum ist noch hier erstmal untergeordnet, bärisch ausgerichtet. Weitere Short-Tendenzen am Dax sind dann unter 10.108 Punkten relevant. Momentan konsolidiert er hier so ein bisschen. Alles wird vom Dow Jones abhängen. Der hat die Tages-200er angetestet. Wir bleiben gespannt. Das war es von meiner Stelle aus. Achten Sie heute um 16 Uhr noch mal auf den kanadischen Dollar. Der kanadische Dollar wird heute um 16 Uhr vermutlich hochvolatil sein. Wir kriegen den Bank of Canada Zinsentscheid und um 17.15 Uhr dann die Bank of Canada Pressekonferenz. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.